Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der LF-Marsch. Ich wünsche allen einen schönen zweiten Feiertag. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt euch schon gut überlebt, die Tage. Ein bisschen bewegt wegen dem ganzen, naja, Funden, die dann immer so drauf kommen. Ich werde auch schön genießen, die Tage. Ja, ich hätte mal starten gestört. Groß starten dürfen müssen können sollen. Aber das macht nichts, wir waren da noch nicht weit weg. Dann fahren wir in die Richtung. Das ist, glaube ich, sogar besser. Müsste ganz gut funktionieren mit der Brücke. Haben wir halt mal getestet, ne? Wollen wir so sagen. Das war ein Test. So, den stellen wir hier Richtung. Könnten wir theoretisch, wenn wir das schlau sind, für beide Fahrer nutzen, für 9 und für 12 für später. Wir müssen nur entsprechend weit rechts stehen, dass wir da entsprechend irgendwie rüberkommen. Beziehungsweise. So, hier beginnen wir den Kurs. Mal schauen, wie wir am besten fahren. Ich will ja gerne vermeiden, dass wir da über diese Rampe fahren. So. Wir werden also gerade ausfahren über die Straße, dann rechts, um jetzt mal Richtung Hofen hier zu kommen. Der Traktor ist ein bisschen langsam dafür, aber dafür ist er ruhig und stabil. Und wir müssen keine Angst haben, dass wir dauernd eingreifen müssen, um ihn in Kurs zu bringen. Wir werden doch da hochfahren rechts, ist doch... Er muss ja sowieso irgendwo über die Rampe kommen und über diese Deiche. Von daher fahren wir da mal hoch. Den Mod für realistische Gewichte habe ich rausgenommen. Sonst wird es nicht funktionieren, wenn wir nicht hochkommen. Hier daher ein bisschen rechts ausschrecken. Wir werden ja hier nach Einbahnstraßenmodus fahren. Das heißt, wir werden hier keine entgegenkommenden Verkehr haben, also ich nicht. Gut, wenn ich selber fahre, ist das nicht so ein Problem, da kann ich ja ausweichen. Aber die KI macht es ja nicht, ne? Wenn zwei Kurzwegfahrer aufeinander zufahren, und da kann man von ausgehen, dass es da wahrscheinlich so eine, ja, da vielleicht nicht, aber da kommt die Meldung, steckt Verkehr fest, ne? Und das muss ja auch nicht sein. Wir fahren immer hier geradeaus, wir nehmen mal die Kurve nicht. Vermeiden wir mal Kurven. Ach, wir haben noch Hopfen. Wir haben wir noch Hopfen und der ist, glaube ich, noch nicht reif. Puh, wir haben noch Hopfen. Ich habe ganz vergessen gehabt. Hopfen wollen wir auch haben für unser Bier später. Bier wollen wir Holz verkaufen bzw. Bretter. Viele Bretter verkaufen. Das lagern wir erstmal ein. Und dann sehen wir weiter. Mal schauen in Richtung, ob wir noch eine BGH und Silage unterliegen haben. Und ob wir da noch was reinkippen. Müsste eigentlich noch gut was da sein eigentlich. Und hier noch ein bisschen Geld. Entschuldigung, ich bin vorhin nicht bei, so halbwegs, ne? Ja, es wird interessant jetzt, weil wir wollen zum Lager. Und Lager ist ja eigentlich. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Wäre besser auf der Straße, genau. Ah, das müsste hier eigentlich gehen. Von einigen haben geschrieben, dass die Gebäude stören. Ich finde Gebäude stören überhaupt nicht. Die sind halt da, müssen mit leben. Wer sie nicht mag, ja gut. Perfekt ist ja nie was normalerweise. Aber ich sag mal so rum, mir stören die Gebäude persönlich gar nicht. Die plane ich mit ein, sind halt vorhanden.
Wenn sie eine Funktion hätten, wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber gut. Man muss immer die Karte so nehmen, wie es ist. Und wer es perfekt haben möchte, muss es halt lernen, alleine eine Karte zu gestalten. So ist es mal. Denn wenn er jeder von den jenen die Wünsche erfüllen würde, ja, da wäre irgendwo für jeden was dabei, was nicht passen würde. Ja, hier ist es ein bisschen ungünstig. Wir müssen ein bisschen nach links ausscheren, dass wir die Kurve leichter kriegen. Das soll ja auch später mit Kursblicken funktionieren, ne? Und wir haben natürlich auch hier das Problem mit dem, dass wir hier irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was so links rum, wenn man nicht kommt. Da müssen wir ein bisschen was überlegen über die Linksfahrt. Anders geht es ja gar nicht. Dann müssen wir rechts runter und dann eine große Ehrenrunde fahren. Fahren wir hier vorbei. Natürlich nicht mehr Verkaufspunkt. Sonst kann passieren, dass er das entsprechend da abkippt. Wenn er mal voll ist, normalerweise soll er jetzt schon leer sein, wenn er da zurückkommt. Und jetzt geht es hier über die Brücke rüber. Da kann er sich ruhig schneiden. Wir werden nur einen fahren lassen, also wir haben nicht so viele. Klar könnte man zwei fahren lassen, aber ich denke, das würde dann funktionieren, weil sonst nicht nur mal einer warten würde. So, das ist geschafft. Und Ende. Den speichern wir ab. Eine Führung. Gut, der ist safe. So ein Stück fehlt noch. Mein Gott. So, jetzt haben wir schon einen zweiten. Jetzt haben wir noch einen Drescher, auch fertig und frei. Können wir gleich nachher entsprechend. Die Ernte vorbereiten für Feld 12. Und diesmal ist der Countdown wieder an. Ich meine, 19 Minuten Folgen ist auch mal okay, aber ich sag mal so rum. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt 12 von 14 Folgen aufnehme und ich verziehe die alle um 3, 4 Minuten oder um 6 oder 8, dann ist eine Stunde schnell mehr, ne? Und YouTube möchte am liebsten die Folgen haben von 15 Minuten. Wenn du einmal länger bist als 15, beim ersten Mal brauchst du direkt eine Genehmigung oder eine Freigabe irgendwie. Das ist richtig umständlich. Damit die erschrocken, wo ich das gekriegt habe. Wegen der Eingabe per SMS oder per Telefon. Kam sie per Telefon. Ich so, hätten lieber per SMS nehmen sollen. Da kam so eine Grundeingabe, wo man das eingeben musste. Also das per Telefon war ja richtig ungewohnt, dass sie die Zahlen mir entsprechend merken. Ich habe nochmal wiederholt. Konnte mir aufschreiben. Da drauf, Washington DC. Ja, super gedacht. Aber auch kein Problem. Ja, warum lässt er den Rohr nicht ausgefahren? Aber gut, das halt. So, der ist fertig. So. Entlassen. So, vorne ausklappen. Natürlich ein bisschen so umstellen, dass wir jetzt auf dem Weg stehen.
bisschen heftig, dann müssen wir auch nicht vorher denken. Aber hier geht's ja, hier sind wir gar nicht. So, jetzt geht's los zum Feld 12. Vorbereitung für den großen Ernteeinsatz. Und mal schauen, dass wir irgendwann früher ein größeres Feld kaufen können. Wenn wir eine Bierproduktion zu haben, zu laufen haben. Aber da brauchen wir auch viel Geld für, muss man dazu sagen. Also das ist Folge Nummer 7. Wir haben die Halbzeit. Ja. Schweine sollen ja auch noch umgestaltet werden. Naja, gut. Ist heute nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass wir heute noch Futter haben. Das ist ganz wichtig. Wasser, das geht automatisch im Notfall. Da habe ich den Punkt gefunden, wo man das entstellen muss. So, damit das auch entsprechend kennzeichnet wird. Da muss man hier und da experimentieren. Wird ja ungefähr beschrieben, dass man irgendwann einen Punkt, wo man ankommt, um die 50 Meter in der Nähe sein muss. Ja gut, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ist ja so allgemein, wenn man Stall baut, normalerweise jeder stecknormale Haushalt hat einen Wasseranschluss und somit auch einen Kuhstall, weil nicht nur die Kühe wollen was zu saufen haben, auch die Kühe wollen, also der da arbeitet, will sich waschen, er will seine Geräte waschen, also muss ein Wasseranschluss vorhanden sein. Das geht halt gar nicht mehr ohne. War schon früher nicht ohne gewesen, also ohne Anschluss. Selbst da gab es schon Wasseranschlüsse. Und das Einzige, wenn die Tiere auf der Weide waren, da kam ein Wasserwagen, der das Wasser hingebracht hat. Ansonsten gab es Wasseranschluss, ne? Also theoretisch sogar Hydranten fürs falls mal Feuer ausbrechen sollte. Also das ist dann auch schon meist vorhanden, ne? Also so viel muss man schon haben. Ne? Also wenn ich einen Stall setze, dann kann es meinetwegen gegen eine Gebühr bezahlt werden. Das ist kein Thema. Da ist ja Fixkosten ist so dabei, letztendlich fürs Gebäude. Und das sind wir nicht der Meinung, Wasseranschluss, das muss von vornherein passen. Das geht auch automatisch bei den Kühen. Also die Kühe, die gehen an Troch an, da gibt es eine Klappe. Die sind schon so schlau, also Tiere sind nicht so blöd. Dann starten wir wieder, dass die Tiere das so hinkriegen. Also die nehmen sich ihr Wasser, was sie brauchen, halt frisch von der Leitung her. So, jetzt sind wir da mit drei Dreschern. Ne? Brutzeit. Wird knapp. Das schaffen wir in der nächsten Folge. Wir holen mal jetzt unseren Überladewagen. Den Kursplay. Erklärung für Dreierfahrzeuge dauert ein bisschen länger, da fangen wir mit der Folge an, wenn wir von vorne beginnen. Ne? Und dazu brauchen wir sowieso den Traktor, hier ist der Überladewagen. Jetzt fahren wir ganz kurz den Hänger zum Hof. Wir kippen den noch ab. Ein bisschen dichter rangehen. Ne? Ja, wenn man eines Tages soweit ist, dass wir die Kühe auch klein sehen können, obwohl Kälber laufen normalerweise beim Lichten nicht frei herum, sondern sind separat untergebracht, wo sie im Prinzip künstliche Milch bekommen, wenn man das vorsichtig. Weil die Milch bei den Kühen ist ja das Wertvolle, dass der Kälber mit bleibt am Anfang, aber ansonsten gehen die andere, gerade bei den großen Betrieben. Früher war, haben die normale Milch bekommen und ich weiß auch nicht genau, ob die Kälber woanders Futterersatz bekommen haben, kann ich gar nicht sagen, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie am Anfang normale Milch bekommen haben. Jedenfalls, heute kriegen sie dann so ein anderes Zeug, so ein Milchpulver mit anderen Zusätzen, was billiger ist,
aus, was ist hier, ja, öligen Früchten, keine Ahnung. Palmöl, keine Ahnung, wo die kriegen. Die haben dafür, total für jeden Mist ein spezielles Futter, was sie mit heißem Wasser anrühren können oder mit lauwarmem Wasser. Weil Milch ist ja an sich schlecht lagerfähig, ne? Also wird schnell sauer, wenn es zu warm ist. Besonders wenn es offen ist. Bei Haarmilch ist es ein bisschen anders. Da ist es da ist zu, da hält er sich. Aber ansonsten, man ist ein Riesenteil, ne? So, wir fahren jetzt noch zum Hof. Zum, ja, dann brauchen wir nachher, ne? So, ist dann mal Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen Restfeiertag. Schön. Verbringt ihr mal schön. Gemeinsam. Dann seid noch Grüße auf dem Weg. Und ciao. Und hört uns jetzt dann vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss. Wenn ihr Zeit habt. Wenn nicht, dann gut. Ich werde es überleben. Tschüssi. Tschüss.